Das ist doof, wenn halt jetzt die Albion-Leute hier noch rumlaufen. Dann kann ich nicht in Ruhe in die Kamera. Weil wenn die mich erkennen... Warte mal, wie viele sind denn das? Das ist nur der eine hier oben, oder? Dann lege ich den ab und knüppel den nieder. So, neuer Versuch. Nee, das geht jetzt wieder nicht. Dann haben wir ein Problem. Das kann kein Zufall sein. Er verschwindet und unser Server wird angegriffen? Richard Malik steckt dahinter. Ich habe ein paar Auftragskiller auf Abruf, Mrs. Child. Malik ist tot, sobald er auftaucht. Was heißt hier, sobald er auftaucht? Haben wir etwa noch gar nichts? Ja, Ma'am. Er ist sozusagen verschwunden. Er war weder bei der Arbeit noch zu Hause und hat nicht mit Karte bezahlt. Natürlich nicht. Er ist ja kein Idiot. Er kennt unsere Mittel. Wir können uns nicht auf Filament verlassen. Wir müssen unsere Augen und Ohren benutzen. Er könnte London verlassen haben. Sich auf dem Land verstecken. Stinken deshalb all diese Ausreden nach Scheiße? Wir haben eine Theorie, die das stützt. Wir glauben, dass Malik mit DedSec Kontakt hat. Vielleicht versteckt er sich dort. Er behandelt London wie Feindgebiet. Und er hat sich mit den lokalen Aufständischen zusammengetan. Also, wir werden Folgendes tun. Setzt alle Ressourcen auf die DedSec-Akte an. Wenn wir lange genug an diesem Baum rütteln, wird Malik irgendwann herunterfallen. Macht eure Scheißarbeit. Geht ein paar Terroristen töten. So, wir gehen jetzt wieder den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Dort unten liegen die nämlich alle auf dem Haufen. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich finde es übrigens gut, dass die Bomben oder die Fallen erkennen, bei wem sie auslösen müssen und bei wem nicht. Bagley, bitte ruf Malik an. Er antwortet nicht. Na toll. Na gut, ich gehe rein. Shit, du hast recht. Los, das ist vielleicht unsere einzige Chance. Folge dem Fahrzeug? Emma Child hat gerade eine gesicherte Optikverbindung zum Innenminister aufgebaut. Wenn du unseren Namen wirklich reinwaschen willst, was die Anschläge angeht, ist das vielleicht die Chance, Beweise zu sammeln. Nähere dich dem Auto, dann hacke ich mich rein. Ich schalte dich in Emma Childs Kommunikation. Fahr einfach normal weiter. Ja, das Problem ist, ich werde gesucht. Kilo Alpha, Kilo 711. Code und Stimmerkennung bestätigt. Sie sind in einer sicheren Leitung zum Innenministerium, Director. Moment, Herr Minister. Es gibt eine Kommunikationsanomalie. Vermutlich nichts, aber wechseln wir besser den Kanal. Ah, wie nervig. Bleib in der Nähe, ich versuche sie wieder zu kriegen. Wir weisen weitere Ressourcen der DedSec-Akte zu. Mr. Secretary, ich wollte das direkt besprechen, da es gerade diesen Vorfall mit Ihrer Kontaktperson beim Geheimdienst gab. Oh Gott. Sie glauben, das war DedSec? Ich dachte, das hätten wir Ihrem Problemkind zugeschrieben, diesem, Malik, nicht wahr?
Ja, das ist der heikle Punkt, Mr. Secretary. Es gibt neue Beweise, dass Malik für DedSec arbeiten könnte. Heilige Scheiße, Emma. Das ist eine Katastrophe. Es ist unter Kontrolle. Oh, shit. Tut mir leid, Tom. Wir müssen wieder die Kanäle wechseln. Einen Moment. Oh, anscheinend geht diese Verschwörung bis ganz nach oben. Oder zumindest fast. Bleib in der Nähe. Wir haben es gleich. Ich wollte gerade sagen, glaub nicht, dass das so gewollt war in der Mission, aber hat funktioniert. Also, ich meine, die suchen mich auch nicht mehr. Ich bin richtig schnell geflohen vor der Polizei. Wie genau ist hier irgendwas unter Kontrolle, Emma? Weil einer von denen sich gerade in das Kommunikationssystem meines Autos hackt. Daher kommen diese Anomalien. Sie erzählen das verdächtig ruhig. Ich bin keine Anfängerin, Tom. Ich bin nicht im Auto. Das ist ein Köder. Aber es verfügt über eine aktive Funkbarke, die Albion in diesem Augenblick anfordert. In einer Stunde habe ich einen von denen in Gewahrsam. Diesmal habe ich die Verbindung getrennt. Beeil dich lieber. Aber nicht, Mura. Bin ich in Sicherheit? Oh. Wir sollen ein Boot fahren. Toll, wohin hatte ich noch ein Boot? Hier ist Malik für dich. Ich tauche unter. Ich kann den direkten Kontakt nicht mehr riskieren. Sekunde mal. Hast du sie nicht gehört? Sie will dich umbringen. Sie leitet Zero Day. Ich habe sie gehört. Sie weiß, dass ich mit euch zusammenarbeite. Also ist sie näher dran, als ich dachte. Tut mir leid, aber wir haben keine Zeit mehr. Auf Wiedersehen. Nee, Schwimmen dauert zu lange, oder? Gehen gucken, ob wir ein Boot finden. Aber müssen wir uns jetzt noch wow, in Sicherheit bringen? Gern geschehen. Mission ist ja oder so. Überstanden. Scheiß auf ihn. Wir wissen jetzt, wer hinter Zero Day steckt und brauchen ihn nicht. Wir müssen sie nur noch finden. Wie es der Zufall will, habe ich bei meinem Rendezvous mit dem MI6-Server eine Liste von SIRS-Verstecken in der ganzen Stadt gefunden. Das sind allerdings einige. Bagley, kannst du das mit den GPS-Daten von Emma Childs Unterstützern abgleichen? Es könnte Überschneidungen geben, oder? Brillant. Ordne sie nach der Wahrscheinlichkeit, Bergs. Holen wir uns diese Schlampe. Ich muss da gar nicht mehr hin. Auch gut. Cool. Ich glaube, wir bleiben mal, Albion. Du fährst ja ganz normal, nur auffällig. Vor allem, ganz ehrlich, bin ich mit der Polizei im Kreis gefahren. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Was, treue Schneiderin? Was kann die? Albion? Schlicht unauffällig. Ach nee, braucht man nicht. Aber die Verfolgungsjagd, die hatte besondere Vibes auf jeden Fall. Bitte passieren Sie den Kontrollpunkt in Ihrem Unterweisen. Aus dem Weg, ich bin von Albion. Was? Stellt mich zur Zentrale durch. Oh, doch falsche Seite, oder? Ah, nee. Aber ich muss dir was erzählen. Wir waren zu früh. Ja. Gut. Du näherst dich Emma Childs Versteck. Sieh dich um, ob du einen Hinweis findest. Okay, wird gemacht. Behemoth. Hallo. Danke für den Raid. Vielen Dank. Was hast du gespielt? Ah, da ist das Ding.
Wir könnten vielleicht After Us. Ich glaube, irgendwie sagt es mir was, aber irgendwie auch nicht. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mal, wir könnten mit Spidey. Ja, wir nutzen mal wieder Spidey. Aber schön, dass du hergekommen bist mit deinen Zuschauern. Spidey. Ich fand's super entspannt, ruhige Musik, tolle Bilder. Das klingt gut. Zumindest wenn das war. Da sitzt da jemand. Was man gesucht hat. Aber wir kommen hier, glaube ich, gar nicht hoch. Nichts mit Spidey. Kommen wir denn jetzt hier rein? Hätte ich das mit der Drohne machen können? Okay, wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt hier reinkommen. Ich fand's gut für einen Sonntag, das ist die Hauptsache. Wie läuft's hier? Oh. Gut. Gut, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich hier reinkomme. Hier läuft's ganz gut tatsächlich. Besser als die letzten beiden Streams. Also bis jetzt. Die letzten beiden Streams habe ich immer irgendwie Probleme gehabt mit so ein paar Missionen. Die musste ich dann alle mehrmals machen. Aber hier, heute, läuft es tatsächlich bis jetzt ganz gut. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt noch aufgemacht habe eigentlich. Naja, für später. Hier müssen wir hin. Los, los, los! Nicht bewegen! Nicht bewegen! Hände hoch! Gut. Wechsel zu einer neuen Agentin. Muss ich eine Frau nehmen? Nehmen wir sie jetzt. Ich habe immer mal reingesehen. Wegfindung oder plötzlich zum Ende gegen. Ja. Also im letzten Stream habe ich eine Rekrutierungsmission fünfmal gemacht. Das sieht man auch daran. Also ich musste eine Albion-Mitarbeiterin rekrutieren für eine Mission. Das hat erst beim fünften Mal funktioniert. Und das sind die vier Albion-Mitarbeiter, bei denen das gescheitert ist. Es war ein bisschen unangenehm. Aber wir haben sie ja. Beziehungsweise jetzt ist sie gerade entführt. Jetzt haben wir sie gerade nicht mehr. Jetzt wäre es vielleicht gut gewesen, hätte ich noch jemanden gehabt. Aber, ja. Da war irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung. Aber heute, bis jetzt, toi toi toi, läuft's ganz gut. Tut mir furchtbar leid, aber jemand aus eurem Team wurde entführt. Was zur Hölle? Da muss der Sirs dahinter stecken. Das ist viel zu clever für Albion allein. Fragt sich nur... Warum? Tja, sie werden sie natürlich foltern, um mehr über Malik zu erfahren. Ich dachte, das wäre klar, nachdem Emma Child bei diesem Treffen sowas gesagt hat wie entführt jemanden und foltert ihn, um mehr über Malik zu erfahren. Fuck. Wir müssen Malik finden. Daxis muss doch eine Möglichkeit geben, ihm ein Signal zu schicken. Klar doch. Ich habe einen Ort für dich markiert. In seiner Eile, sich zu verabschieden, hat Malik seine letzte Nachricht nicht verschlüsselt. Es war fast zu einfach, darüber sein Versteck zu orten. Ja, und? Malik hat den Stock so tief im Arsch, dass es fast zwanghaft ist. Er wird seinen Fehler bemerkt und sich aus dem Staub gemacht haben. Aber garantiert überwacht er den Computer im Versteck. Wenn wir ihm darüber die Nachricht "Melde dich, sonst sagen wir Child alles" schicken, dann zwingt ihn der Stock dazu, zuzuhören. Klingt, als wäre es einen Versuch wert. Absolut. Dann mal los. Dann mal los. Und ja, ich hatte gerade eine richtig spannende Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ja, das Auto hat ein bisschen drunter gelitten, aber wir sind entkommen. Das ist ja wohl die Hauptsache. Ja, es war richtig spannend, die Verfolgungsjagd. Wir
Ja, wir reisen ein bisschen näher. Aber es ist nicht mehr so weit. Aber hast du jetzt bei After Us, also ist das Spiel jetzt durch? Ist das so ein kurzes Spiel oder ist das was Längeres, was du irgendwie nächsten Sonntag oder so noch weiterspielst, B-Mod? Ich bin ja mal gespannt, wie viele Streams ich noch brauche mit dem Spiel hier. Auf jeden Fall heute, also ich schätze mal mit heute noch 3 Streams, glaube ich. Hoffe ich. Und dann muss ich mir tatsächlich langsam anfangen, Gedanken zu machen, was wir nach Watch Dogs spielen. Da nehme ich noch nicht so richtig den Plan. Ich habe gestern ein bisschen mit Julia gequatscht und da meinte ich auch, ich habe an sich so viele Spiele auch auf der PS5, die wir spielen könnten. Allein auch durch PS Plus und sowas alles. Aber ich müsste jedes Mal die Konsole hier hin und her räumen. So, und es ist so... Das reicht, keine Spielchen mehr. Das schreckt mich so ein bisschen ab, die PS5-Spiele zu spielen. Oder generell PlayStation. So, das ist hier drin auf jeden Fall. Meleks Versteck ist hier irgendwo, aber sicher gut verborgen. Schau dich nach einem anders gefärbten Ziegelstein oder einem unscheinbaren Hebel um. Echt jetzt? Gut, hier haben wir jetzt natürlich das Pech. Wir kommen halt als Bauarbeiter kommen wir so rein. Ohne Momento. Wir haben doch hier unseren Bauarbeiter. Wie wär's mit Such nach einem langen Spiel? Nee, eigentlich suche ich ja immer kürzere Spiele. Watch Dogs wurde jetzt einfach nur länger aufgrund meiner Unfähigkeit. Ich glaube, man könnte das Spiel in mindestens 3 bis 4 Stunden kürzer durchspielen, als ich es kann. So. Wir gehören hier hin. Och no, da steht schon wieder eine Munitionskiste. Da gibt es doch gleich wieder irgendeinen Kampf. Irgendeine Schießerei. Wo ist er denn, der Malik? Da rennt jemand mit dem Schlüssel rum. Dieser Hebel sieht ein bisschen verdächtig aus, oder? Mal einen Schlüssel runter. Was für ein Hebel? Ah, Mist. Komm näher. Nein! Wieso geht das mit der Kamera nicht? Aber was für ein Hebel, meinte Bagley? Ich habe keinen gesehen. Ich habe auch immer noch nicht ganz herausgefunden, wo Malik jetzt ist. Was ist das denn? Drohne? Ich muss noch ein paar Fallen aktivieren. Mir sind hier noch zu viele... Ich habe gar nicht so viele Fallen, die ich aktivieren kann. Da oben ist eine Munitionskiste. Hier ist noch eine. Noch eine Munitionskiste. Da ist eine Falle. Komme ich aber, glaube ich, nicht ran. Hier sehe ich es auch nicht.
Okay. Ich guck mal, wie weit wir als Bauarbeiter kommen. Ohne dass wir enttarnt werden. So. Ganz entspannt. Arbeite hier. Ich glaube, ich warte, oder? Bis der hier noch mal eine Runde rum war. Bleiben Sie nach Möglichkeit drinnen. Bummeln Sie nicht. Ich weiß auch gar nicht, wofür der Schlüssel gerade ist, ehrlich gesagt. Wo muss ich jetzt hin? Oh nein, jetzt sieht mich doch gleich jemand. Okay. Die Helmier-Mitarbeiter sind hier, um der Gemeinschaft zu dienen. Gehorchen Sie ihnen. Oh, meine Drohne? Drüben geht eine Treppe hoch. Ah. Weg gefunden. Nicht gut. Oh, nichts passiert. Gut, wie komme ich jetzt darüber? Keiner mitbekommen. Nö. Ich finde nur, die haben auch richtig. Die schlagen einmal zu und direkt halb tot. Lauf in die Falle, bitte, da drüben. Oh, schade. Ich kann mich halt der jetzt nicht so nähern. Fällt ihr plötzlich auch auf, dass sie mich noch nie gesehen hat. Könntest du mir helfen, Bagley? Okay, anscheinend hat Malik die Sicherheit verbessert. Da er sowohl ein Sicherheitsexperte als auch ein paranoider Irrer ist, ist das vielleicht zu viel für dich. Du siehst mich nicht. Aber nicht für mich. Haha, hat dir das gefallen mit der Drohne? Ziemlich gut, was? Was mit Danke, Bags. Danke. Hey, wenn wir eins über Malik wissen, dann, dass er sich für cleverer hält, als er ist. Das heißt, sobald ich anfange, werden mich Drohnen oder so jagen. Also halt mir den Rücken frei, okay? Wird gemacht. Ha! Drohnen-Docs. Ich wusste es kaum schon, Malik. Streng dich mal ein bisschen an. Groß angeben und dann hast du nur Sicherheitsdrohnen? Lächerlich!
Oh, ich bin Malik und ich glaube, ich kann Sirs Dossiers schneller analysieren als Beckley. Aber unter hoher Sicherheitsstufe verstehe ich automatische Proxywechsel. Also bitte. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Oh, nö! Warte, welche Drohne muss ich... Wirklich, Malik? Oh. Glaubst du wirklich, ich lasse mich veräppeln von diesem Ding? Was auch immer es ist, finde ich sicher bald heraus. Treff dich! Weißt du, das geht viel schneller, wie viele... wenn du mir die Drohne vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Warte, was, warum kriege ich keine Luft mehr? Was ist hier? Oh Gott, ich bin gleich hin. Help me! Weißt du, das geht viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuch ja, Bagley, weißt du, du bist... Könnt ihr auch mal stillhalten? Wie wär's denn damit? Ich versuche ihn rauszulocken. Oh Gott. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Bei manchen Drohnen Q deaktivieren. Warum kann ich nicht schießen? Ich habe keine Munition mehr. Ich bin wieder da. Versuch sie diesmal vom Leib zu halten. Entschuldigung. Ich bin wieder da. Versuch sie mit diesem Mal zu halten. What the hell? Was soll ich tun? Deaktivieren hilft halt auch nur kurz. Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Oh ja, lad nach. Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Ach, Bagley. Sobald Bagley da ist, sind halt auch die Drohnen wieder da. Was soll das Ganze? Analysiere feindliche Zielperson. Weißt du, das geht viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Ist dein Ernst, Bagley? Der ist doch hochgeflogen. Ich muss weg. Keine Lauf. Also ich weiß nicht, wie... Also... Ich bin wieder da.
Bagley! Sie diesmal vom Leib zu halten. What the hell? Was soll ich tun? Okay, wenn ich hier das mache und dieses Skript da reinmache und voila. Nein, nein, das hat nicht funktioniert. Och, Bagley, ey. Was bin ich drin? Schneller, wenn du ich weiß nicht, was ich wo ich hin soll. Versuchen wir das nochmal. Hilfe! Boah. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohne von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Aha, du hast dir gedacht, ich stürze mich auf die kleinen Details und lasse das große Ganze außer Acht. Was, Malik? Das ist ziemlich clever. Aber nicht cleverer als ich. Habt ihr gesehen, wie der gezittert hat? No! Nicht sterben jetzt! Puh. Oh, ich wollte, dass das aufhört.